Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Gnadental-Map. Und der Feldhäcksler steht bereit, dass wir in den Mais gehen. Also, alle Ding, Helferin, Abmarsch. So, wird einverleibt, so ist schön. Ich denke, man wird doch relativ schnell voll sein. Na? Also, das Feld ist jetzt anscheinend nicht besonders groß. Aber der wird hier eine Weile zu tun haben. Mal gucken, ob wir denn heute überhaupt alles schaffen. Werden wir sehen. Und ich würde sagen, dass wir das alles wegbekommen. Nehmen wir mal den Onkel hier. Hängen da unseren neuen Dakota-Trailer hinten ran. Ich sehe ja nichts, so ist besser. Und dann werden wir mal versuchen, dass wir damit abfahren können. Wir stopfen erstmal alles in den Hofsilo. Ne, so ist der Plan. Ja, letzte Folge. Da lief es ja dann aufnahmetechnisch. Das leide Thema geht weiter, warum auch immer. Da lief es relativ gut und ich muss sagen, die Aufnahme war auch voll okay. Aber, die Dateigröße von dem Video war wieder exorbitant hoch. Also, das waren irgendwas. Oh oh, der ist schon gleich voll. Das waren irgendwas über 20 GB für ein Video. Das ist einfach viel zu viel. Die Hälfte wäre okay, aber 20? Warum auch immer, ich weiß nicht, warum die Videodateien so groß sind. Irgendwelche besonderen Einstellungen sind noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber dem komme ich nach und nach auch noch auf die Schliche. Jetzt werden wir hiermit versuchen, dass wir damit den Häcksler gut abfahren können. Und wenn wir hier das erste Mal den Bunker leer gemacht haben, das weggefahren haben, würde ich vielleicht noch dabei gehen und unsere Strohballen verkaufen. Wir haben einen relativ guten Kurs, gerade bei unserer Verkaufsstelle hier auf dem Hof. Das neue Ding, was wir gebaut haben, da am Schrottplatz. Die Container da, die Verkaufsstation. Da haben wir einen relativ guten Preis. Würde ich sehr, sehr gerne versuchen. Oh, wie schön der Mais steht, guck mal. Ich mag das, herrlich. Da würde ich mal gucken, dass wir da vielleicht die Strohballen wegbekommen. Für ein bisschen Geld, ne? Okay, immer hier lang, schön über Nachbarn seine Kartoffeln, das ist ja nicht mal so schlimm, das können die nämlich ab. So, plane auf und rin. Ah, da war mit dem Überladen so komisch, ne? Genau, weil der Feldhäcksler am Anbau vorne. So, gib her. Wird auch ja nicht alles rinpassen in den Trailer. Auf jeden Fall funktioniert das schon mal. Sieht ja nicht mal so schön aus, ne, weil diese Überladeanimation. Ja. Sie ist da. Das reicht mir schon. Guck mal, wenn wir so gucken, so sieht der okay aus. Ja? Hauptsache, wir haben das Zeug im Anhänger. Der Rest ist wurscht. Und Abmarsch. Ey, der fährt damit relativ gut los. Jetzt wäre natürlich interessant, was ist denn, wenn wir da noch einen zweiten hinten ranhängen? Und dann eventuell ein LKW vorne dran. Weil wenn wir so mit zwei Trailern... Ach, das würde ich vielleicht gerne nochmal ausprobieren. Irgendwann mal. Ah, warte mal. Wie sieht's denn bei dir aus, mein Freund? Du brauchst bestimmt eine Vollwende, oder? Und wenn du nee sagst, kriegst du trotzdem eins. Von mir aus auch gerne drei Arbeitsbreiten, dass wir nämlich da hinten wieder zurückkommen. So, immer schön durch die Kartoffel bitte, danke. Okay, ausrichten und losschicken. Oh, ich hoffe, das wird toll. Ich würde mir gerne nochmal den Strohpreis anschauen. Maximum im Dezember. Wir sind im September. Nee, dann würde ich noch warten. Dann lassen wir das Stroh noch liegen. Ja. Da würde ich auf jeden Fall noch warten. Weil wir sind jetzt bei 69. Na, mal sehen, wo die Reise hingeht. So, da hinten sind ein paar gelbe Pappeln. Ich denke mal, weil die Bäume langsam ihre Farbe ändern.
wird da ab und zu noch mal ein bisschen was im Hintergrund angepasst. Und die Sichtweite der Bäume, die ist noch relativ hoch. Mittlerweile kann es ja so viele verschiedene... Gehen wir ein bisschen weiter weg, dann ist der Gerät nicht so laut. Du kannst ja mittlerweile so viele verschiedene Sichtweitenwerte ändern. Wow. So. Hier kriegt er 3 Streifen. Und dann darf er da drüben wieder hochfahren. Ach du Schande, der ist ja gleich wieder voll. Wir müssen wegfahren. Na nur aber los. Ja, wir trödeln schon wieder rum mit so Sachen machen. Aber durch Mais fahren ist geil. Irgendwie habe ich da jedes Mal auf neue Spaß dran. Ist nur leider eine sehr, sehr langwierig und zeitfressende Angelegenheit, die sich aber am Ende massiv auszahlt. Also ich habe letztes Mal Silageballen verkauft, wo ich alleine gespielt habe, auf der amerikanischen Farmland-Map. Da habe ich über 4 Millionen mit Silageballen verdient. Nur mit Verkaufen, da sind glaube ich 3 Traktoren mit Autoload-Anhängern gefahren. Immer vom Siloplatz bis zum Verkauf immer hin und her, also beladen, losschicken, diese mit der Helfermission, Helferfunktion. Warte mal, macht er hier Spirenzchen, wenn er beladen ist? Nö, fährt er sauber. Immer von der Silo Station, wo alles rumgelegen hat, bis zur Verkaufsstation. Da sind die immer zu dritt in so einem Pendeln gefahren, also beladen, losschicken. Wenn er angekommen ist, entladen, wieder losschicken, beladen, losschicken. Und das halt mit 3, immer im Wechsel. Da warst du permanent nur mit Helfer, B und entladen und losschicken beschäftigt. Hast aber übel viele Ballen wegbekommen und hast halt jedes Mal ordentlich Kasse gemacht. War ganz cool, eigentlich. Ja? Fand ich sehr produktiv, warst du halt wieder nur ein Manager, aber Kohle stinkt nicht. Und im LS schon ja nicht. So. Diese Klemini-Ruckler hatte ich auch gerade, also die waren jetzt nicht nur eine Aufnahme, die waren halt wirklich. Kann sein, dass er da speichert oder was auch immer. Ist ja nicht schlimm. So, wenn wir den Anhänger jetzt auch voll wegbringen, dann haben wir schon 100.000 Liter Häckselgut. Das ist viel. Und die Gruppe in Silageballen gewickelt, also das große 150er sind die Gruppe, was das Teil wickeln kann. Da passen rein 5.500 Liter. Da könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Ballen das dann sind, wenn du 100.000 Liter Häckselgut in 5.500 Liter Ballen wickelst. Ja, auf jeden Fall cool. Wir müssen mal gucken, wie weit wir heute kommen mit der Maisernte hier. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das nicht schaffen. Dann bräuchten wir vielleicht 2 Häcksler oder so, aber wir kommen ja wahrscheinlich mit dem Abfahren ja nicht so richtig hinterher. Der ist nämlich schon voll. So, und in dem Häcksler ist noch was drin. Also, was hier im Anhänger ist, ist noch lange nicht alles. Jetzt müssen wir den Häcksler aber gleich nochmal richtig auf Kurs bringen, weil der soll ja nicht ständig hier von links nach rechts fahren, sondern der soll das Feld hoch und runter fahren. So. Ich finde auch Maishäckseln immer sehr, sehr produktiv. Weil man sieht halt richtig, dass was passiert. Nur die dicken, fetten Maispflanzen werden alle von dem Gerät aufgefressen, kommen alle durch den Strahl hinten im Anhänger oder im Bunker, wo auch immer hin. Und was du dann damit machst, na, den Rest, den kennen wir ja. So. Na, den Helfermarsch. Fress dich mal hier durch, du machst jetzt schon. Wir fahren mal die nächste Fuhre weg und dann gucken wir mal. Ich würde eventuell auch den Hof mal so ein bisschen aufräumen, dass diese ganze komische, naja, Betonfläche, was auch immer das ist, dass wir das ein bisschen begradigen. Dann würde ich erstmal Grasfläche machen, dass wir uns da nach und nach einen schönen Hof drauf aufbauen können. Ein paar Fahrzeughallen werden wir wahrscheinlich noch benötigen, vielleicht aber auch nicht. Wenn wir alles draußen schlafen lassen, müssen wir mal gucken.
Weil wenn wir alle Geräte draußen lassen, brauchen wir keine Hallen. Aber ich wollte eigentlich Hallen bauen, ne? Ja, das. Na, mal sehen. Ach, cool. Also jetzt sind wir doch, Gott sei Dank, schneller im Mais, als ich dachte. Hat den Vorteil, wir machen endlich mal was Produktives. Ja. Und der Anhänger läuft sehr, sehr gut mit. Bin ich wirklich fast am Überlegen, ob wir uns noch einen zweiten holen. Oh Gott, der Hexer ist ja wieder voll. Das wird ja das reinste hin und her fahren werden. Also ich glaube, wir brauchen ja nicht großartig anfangen, irgendwas anderes noch nebenbei zu machen. Wenn wir hier mit Häcksler abfahren beschäftigt sind, dann wird das wahrscheinlich auch das einzige sein. Jep. Weil der Häcksler darf nicht stillstehen, ne? Wir müssen was zusammenbekommen. Um jeden Preis. So. Aber jeder Anhänger voll ist bare Geld quasi. Und hier wären halt Feldwege echt nicht schlecht. Da müssen wir mal gucken, dass wir... Ah, ich bin schon fast bereit, doch die Kreditlimitsumme nochmal zu erhöhen, dass wir hier an das Land rankommen, um die Felder schön zu machen. Weil jetzt gerade ärgert mich das doch, dass wir hier ständig über Stock und Stein fahren. Vernünftige Ackerfläche wäre schon echt angenehm. Und mit den Steinen auf den Gerstefeldern, das ärgert mich auch hochgradig. Müssen wir auch mal schauen, was wir da machen. Nee, das ist egal, von wo du guckst. Das ist einfach nicht schön, wie der hier am Überladen ist. So, aber, naja, gut. Passt schon. Okay, voll Abmarsch. Ah, ich will mal gucken, was der Häcksler hier veranstaltet, weil hier vorne hat er nicht so ein schönes Vorgewende. Also da hinten, ja, das ist mir eigentlich wurscht. Wobei, hier hat er nichts zu befürchten, ne? Hier steht ihm nichts im Weg. Mal gucken, ob er hier was stehen lässt. Nö, er räumt auf. Perfekt, dann machen wir weiter. Passt schon. Dann können wir nämlich abfahren. Und hier hinten ist eine Kupplung dran. Eventuell werden wir noch davon nochmal einen zweiten Trailer kaufen oder so. Mal gucken. Dann baumeln wir die zusammen. Weil theoretisch bräuchten wir jetzt nur nochmal einen Trailer und einen LKW. Einen Dolly haben wir schon, ne? Zusammenhang, fertig. Ja. So. Okay, wenn wir hier am Ausladen sind, würde ich nochmal gucken, was die Felder hier kosten. Das war zumindest... Nur dafür brauchen alle drei. Mal sehen, wie weit wir da dran schieben. Ah, ich wollte eigentlich eine Pferdeweide machen, ne? Das könnten wir aber da hinten auch machen. Aber mal sehen. So. Jep, das sind dann schon mal 150.000 Liter. Und das werden stetig mehr. Ich habe gerade das Gefühl, das ist sehr, sehr ergiebig, was hier passiert. Also, was waren das? 178.000 Liter waren 32 Rundballen oder so. So, wenn wir dann mal gucken. Silage. Wir kriegen 347 pro 1000 Liter Silage. In so einem Ballen sind 5500, also mal 5,5. Dann kriegen wir für einen Ballen 1900. Ja, mal sehen. Also der Verkaufspreis ist nicht überragend groß, nicht besonders gut. Vielleicht steigt auch über die vorgeschlagene oder angepriesene Preisexpertise, werden wir sehen.
Weil, wenn wir hier, sag ich mal, 32 Ballen verkaufen, also diese 5500 Liter Ballen, 32 Stück davon, bei diesem Verkaufswert, der da gerade stand, 347, dann kriegen wir für 32 Ballen 61.000 noch was. Und das sind knapp 170.000, 180.000 Liter Häckselgut. Och, ja. Naja, dann ist es... Aber, na doch, wenn man das mal zusammenrechnet, du musst halt, alles klar, Helferkosten abziehen, Mietkosten abziehen für die Gerätschaften, die wir dafür brauchen. Aber ich denke mal, unterm Strich wird da schon was bei rumkommen, oder? Der ist hier auch permanent voll. Ist auch von Vorteil. Also, ne, wenn wir hier ständig wirklich nur hin und her fahren und Mais abfahren, mir sollte recht sein. So. Schön versteckt haben wir den Kleinen. Hallo. Sieht voll cool aus. Okay. Sehr, sehr schön. Der nächste Anhänger, siehst du wohl. Rausgezogen aus Mais. Sehr schön. Jetzt wären halt Anhänger toll mit sehr, sehr viel Füllvolumen. Ich habe nämlich auf der anderen Map mit Ladewagen hinterm Häcksler gehäckselt. Also der Häcksler ist damit erstmal sehr, sehr gut klargekommen. Der hat da keine Verluste irgendwie gehäckselt, sondern hat immer alles schön brav in den Anhänger geschleudert. Weil manchmal hast du ja auch das Problem, dass da Füllplan technisch irgendwas nicht so stimmt. Oh, ich hab gerade gedacht, der schiebt über der Achse. Okay. Und dann häckselt der, aber kommt nicht den Anhänger. So eine Sache gibt es halt der da auch sehr, sehr viel. Da muss man manchmal echt probieren und vor allem nicht einfach losschicken, sondern echt aufpassen und gucken, ob das wirklich so miteinander geht. Nicht, dass der dir hier das halbe Feld abhäckselt und am Ende ist nichts im Anhänger. Hatte ich auch schon. Also da, ne? Bist du nicht weit weg von Depressionen, sag ich dir ganz ehrlich. Gefühlt, also wow. Da muss man immer gucken. Ich finde die Aufnahme sehr hell. Ist das richtig? Kann das sein? Ja? Okay. Damit wären wir bei 200.000 Liter. Das ist voll okay. So. Ah, warte mal. Wir haben ja vorgespult, ne? Haben wir was im Angebot? Negativ. Land. Was kostet? 71. 72. 68. Also 72 und 68 macht 2 mal 70 sind 140. Ne. 220.000 bräuchten wir nochmal. Nur für das Feld hier vorne. Hm. 230 wäre noch offen für eine Million. Weiß ich nicht, Freunde. Klingt das nach einer Option? Weil dann hätten wir halt einfach echt mal voll eine Million als Kredit schon wieder an der Backe. Oder wollen wir... Wobei, guck mal, wenn wir jetzt wirklich Silage wickeln, dann müssen wir da nochmal ein bisschen Geld in der Hand nehmen für den Wickler. Aber... dann würde ich den Reinerlös davon vielleicht nehmen, um wirklich neue Felder zu kaufen. Den Kredit lassen wir erstmal. Ich weiß zwar jetzt aus dem Kopf gerade nicht mehr, was ich in den letzten Folgen davor so alles erzählt habe, was wir denn mit dem Kredit hier noch anstellen. Weil meine Meinung, Einstellung und Ideen, die ändern sich ja leider echt doch recht schnell, dramatisch und oft. Deswegen könnte unter Umständen sein, dass wir die Einnahmen von den Silageballen, die wir noch nicht mal haben, ja, wo wir wieder bei dem Punkt wären, für neues Land irgendwie opfern oder so. Mal gucken. Ah ja, warte mal. Wir haben auch geerntet, ne? Wir haben doch auch noch Zeug hier im Silo. Hier, Raps. Wann ist ein Raps verkaufbar? Im November. Haha. Geil. Haben wir da schon mal ein bisschen Kohle. Dann können wir uns damit auf jeden Fall diese Göweil-Ding finanzieren. Kaufen, weiß ich nicht. Aber mieten auf jeden Fall. Guck mal, der
Trailer ist die ganze Zeit offen. Da wird es bestimmt nochmal ein Update geben, ne? Also unten die Platten dürfen eigentlich nicht offen stehen. Ja, wir schmunzeln drüber. Okay, dafür war er günstig. Ne? So, und wenn da Zeug drin ist, sieht man das eh nicht mehr. Ist sehr unkonventionell, was wir hier machen. Häckselgut mit so einer Gravity-Bin-Dinger, mit so einer Hopper-Trailer, ist, glaube ich, keine gute Idee. Da klebt alles da drinnen fest, oder? Ihr könnt mir vorstellen, der rutscht dann nicht wirklich raus. Aber ist das Größte, was wir gerade haben. Bevor wir uns noch mehr mieten, machen wir lieber so. Und dann weiß ich, das geht. Ja. Aber wie ich das sehe, Feldgröße, Häckselfortschritt und Zeit, das schaffen wir heute nicht. Definitiv nicht. Dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger häckseln. Was aber nicht schlimm ist, würde ich sagen. Jetzt bin ich nur am Überlegen. Ah ne, wir kriegen das ja von dem Anhänger nicht in diese Göweil-Ding rein. Wenn wir jetzt nebenbei schon Silageballen wickeln würden, wäre vom Zeitfaktor perfekt, weil dann könnten die parallel laufen. Würde sehr, sehr viel mehr Vorteile bringen. Weil Ballen wickeln mit dem Ding dauert auch nochmal eine ganze Weile. Vor allem, wie wir das da genau anstellen, weiß ich auch noch nicht. Da wäre wieder ein Überladewagen sehr, sehr sinnvoll und hilfreich, der Häckselgut laden kann. Aber dann könnte man den nämlich unter das Hofsilo stellen und mit dem Überladewagen immer in dieses Göweil-Paket einladen, also in diesen Wickler. Und dann würden wir immer aus dem Silo raus, in den Wickler rein und dann andere Seite mit Autoload die Ballen wegfahren. Das nächste Ding ist, da kommen Rundballen raus. Und Rundballen mit einem Autoload, mit denen, den wir haben, stapelt sich ja nicht mal so gut. Wird wahrscheinlich auf wirklich einen neuen Ballenwagen hinauslaufen. Nun denn. Ja. Oder wir behalten den anderen und kaufen noch einen zweiten dazu. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, was wir da genau machen, werden wir sehen. Wenn es soweit ist, auf jeden Fall fahren wir hier haufenweise Häckselgut rein. Und das ist toll. So. Zwei machen wir noch. Na, dann sind wir knapp bei einer halben Stunde, denke ich mal. Da muss ich mir ganz, ganz doll die Videogröße angucken. Ich habe nämlich diesmal in OBS was verändert. Und zwar das, CQP-Level heißt das. Glaube ich, ist das. Muss ich mal sehen, was sich da ändert. Dateitechnisch, größentechnisch. Ist aber nur so ein Richtwert, weil spielt doch immer ganz, ganz oft eine Rolle, was in dem Video kommt. Wenn viele bewegte, helle Objekte zu sehen sind, dann ist die Videodatei natürlich viel, viel größer. Wenn wir zum Beispiel eine Mod-Vorstellung machen oder so und wir sind sehr, sehr lange im Shop-Menü unterwegs, wo sich kaum ein Pixel ändert oder so, außer mal das Fahrzeug so ein bisschen, dann sind natürlich auch die Videodateien viel, viel, viel kleiner. Macht ja Sinn, ist ja klar. Ja? Jetzt weiß ich auch nicht, ob das gerade eine Rolle spielt, dass wir hier jeden einzelnen Mais Pflanzenhalm hier, ne, mehr oder weniger angucken. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall sind wir gut dabei. Und vom Timing her passt das auch, ne? Wir machen leer, fahren weg, kommen zurück, machen wieder voll. Hey. So. Oh, mit Perspektive, guck mal. Ich wollte eigentlich mit einem anderen Häcksler häckseln, aber können wir ja immer noch machen. Das ist gar kein Problem. So, Abmarsch. Läuft auf jeden Fall schon mal besser, wie ich mir das eigentlich ausgemalt hatte. Haben mir schon haufenweise Gedanken gemacht. Mann, was nehmen wir denn da am besten für Gerätschaften, dass wir da den Mais runterkriegen, weil man muss ja die Kette weiterspinnen. Vom Feld runter. Also häckslertechnisch, ja. Was nehmen wir für einen Häcksler? Häcksler mit Tank oder Häcksler, der das in einen Anhänger reinfeuert? Dann geht's ja weiter. Wenn wir das im Anhänger haben oder im Tank, was machen wir damit? Fahren wir das denn direkt
in den Ballenwickler oder in Hofsilo. Und was nimmt man da am besten? Ein Anhänger, einen Überladewagen, einen Ladewagen. Ja, so eine Sachen. Wie kriegen wir das am besten, weil der Dieter noch weiter, ne? Wie kriegen wir das am besten aus dem Hofsilo, wenn wir denn da einlagern, was wir gerade machen, wieder raus und in diesen Ballenwickler rein? Ja, also, falls keiner weiß, wovon ich rede, ist immer noch dieses Ding hier aus dem Göweil-Paket. Den da, den Apparat. Da kannst du nämlich hier hinten das blaue Ding, klappst du auseinander, fährt auf den Boden, hast du wie so ein, na, wie so ein Dosierer, ne? Wie eine Schüttrampe. Da kannst du einladen und dann fördert er sich das hoch. Hier in der Mitte hat er eine Presskammer drin, dann kommt hier vorne ein Ballen raus, das wird schön in Folie eingepackt mit einem Schleifchen und dann ist es fertig. Ne? Also vom Schüttgut wird es durchgebraten bis zum Ballen. So. Genau, darum dreht sich das die ganze Zeit. Und wir müssen das Zeug ja irgendwie vom Silo da reinkriegen. Vielleicht klappt es auch, das denke ich aber weniger, dass wir das vielleicht direkt unterm Silo-Trichter fahren und von da aus einladen. Also es wird als Gerät erkannt, vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht, wir müssen sehen und probieren. Das Ding ist, der wird wahrscheinlich von alleine nicht nachfüllen. Der Vorteil bei diesem Göweil-Teil ist, wenn du mit einem Traktor, meinetwegen mit einem Anhänger oder mit einem Ladewagen oder mit einem Überladewagen von mir aus, über diesen Trichter fährst zum Entladen. Und dann kannst du zum Beispiel vollladen. Ich nehme mal das Beispiel Ladewagen. Wir fahren mit einem Ladewagen rückwärts ran und wir laden ab. Oder laden über, besser gesagt, aus dem Ladewagen raus, rein in dieses Göweil-Paket. Ja, dann ist ja das Göweil-Ding, ich sag ständig Göweil-Paket, dieser Ballenwickler von Göweil, so, entschuldigt bitte. Dann ist ja diese Teil irgendwann voll. Ja, und der verbraucht ja nach und nach, mit jedem Ballen holt er sich da was Neues raus, bis das mal leer ist. Ab einem bestimmten Fülllevel, das ist das Schöne daran, wird automatisch nachgefüllt. Also wenn ihr den Anhänger da stehen lasst, wo noch was drin ist, ist natürlich die Voraussetzung. Und da ist ein Traktor davor. Da wird automatisch aus dem Ladewagen in dieses Göweil-Wickelgerät nachgefüllt, bis der Ladewagen leer ist. Ihr müsst dabei den Traktor noch nicht mehr anhaben. Also der Motor kann ausgeschaltet sein. Ihr müsst nur vorher einmal auf Entladen gedrückt haben. Und dann holt sich dieses Göweil-Ding ständig aus dem Anhänger Nachschub, bis der Anhänger leer ist. Ist mega geil, weil dann kannst du permanent nonstop Ballen produzieren. Du musst die halt immer nur vorne aus dem Auswurf-Trigger dann wegschaffen, weil wenn da Ballen liegen, dann schiebt er keine neuen nach. Erst wenn der Weg wieder frei ist, dann kommen die nächsten Ballen. Finde ich sehr, sehr raffiniert. Finde ich mega geil. Und die fällt mir außerordentlich gut. Deswegen wollen wir das hier machen, weil ja, ich will nicht sagen, das hat mich verzaubert, aber ich finde es halt mega. Deswegen habe ich ja da auf der anderen Map, also für mich selber zum Probieren in Anführungsstrichen. Ich habe haufenweise Felder angepflanzt mit Mais, volle Pulle, und habe die alle weggehäckselt, um zu probieren, wie der Teil so arbeitet und funktioniert. Und da sind halt einfach mal so 3000 Silageballen bei rausgekommen. Ja. Das war nämlich die Zeit, wo der Rechner nicht so richtig ging. Ja, da dachte ich mir, ach komm. So. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir laden das hier nochmal aus. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter, oder? So. Für mich ist ganz interessant die Videogröße. Wir fotografieren uns das hier nochmal ab. Welche Thumbnail das dieses Mal schafft, werden wir sehen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch und rein die Hauen.